So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl-Lied. Verdammte Scheiße, was waren das hier gerade für Geräusche? Eieieiei, ich habe hier gerade ein paar Sachen hier weggebracht und dann hörte ich so merkwürdige Geräusche. So, als wäre hier irgendwo ein schwarzer Stalk am Start. Ihr seht, ich habe hier so schon mal eine Wand, da kommt schon mal das nächste Abteil rein. Es wird wunderschön, ja. Kann ich was gegen meine Strahlung tun, indem ich in eine Strahlungsdusche gehe? Das wäre geil. Wo ist ein Eingang da? Oh, es ist schön duschen. Oh. Ja, schön duschen. Duschen, Mangetag. So, jetzt machen wir ein Heierchen. Du musst das nicht so rumbumsen da. So, Heier Butzle. Mal gucken, welche Abenteuer wir wieder heute bewältigen werden. Nastrovje. Ja. So. Blopp. Untersuchen. So, in der letzten Folge wurden wir verraten von unserem alten Professor. Der hat uns angeblich Hinweise über Tatjana auf dem Krankenhausdach hinterlassen. Dann wurden wir hops genommen von dieser NAR-Geschichtenleuten und wurden dann verhört. Im kurzen Stillmoment konnten wir tatsächlich ausbrechen und die halbe... Поторопись, если не хочешь неприятностей. Козлов пожертвует мной. Они оставили меня здесь, и он тоже идет за мной. Ты знаешь, о ком я. Okay. Я больше не могу доверять Козлову. Ты должен помочь мне завершить начатое. Ты и я, мы в этом деле до конца. Нравится тебе это или нет? Aha. Ты же не хочешь, чтобы он узнал правду, так? Also kennt er... Похоже, я и правда наивен. Думаю, тебе придется все мне объяснить, старый друг. Also kennt er wohl den schwarzen Stalker, wa? Okay. Was sagst du dazu, Olivier? Ладно, Игорь. Что дальше? Ich habe mir Fingernagel eingeknackt. So. Gäh. Ach, das ist mit F. Genau. Also sagt er nichts dazu, ja? Gut. Zentrum von Pripyat. Okay, machen wir das. Und für dich, mein Freund, du darfst nochmal einen roten Wald nochmal machen. Ja, du. Du machst das. Und ich mach das. Ist korrekt. Mission starten. Wollen wir mal hoffen, dass er das diesmal überlebt. Кажется, твой наставник предал тебя. А может, это он стоял совсем с самого начала. Как бы там ни было, он явно не на твоей стороне. Он заманил тебя в ловушку, Игорь. Что ты собираешься делать? Ja. So ist das. Ich bin gespannt, worauf wir uns da jetzt einlassen. Also, Materialien finden. Wie können wir unseren Rucksack erweitern? Das wüsste ich gerne mal. Okay, Tag 11, Zentrum von Pripyat, nachmittags. Witzigerweise hätten wir ihn vielleicht dahin geschickt. Den anderen Heini. Alter, hat, bewegen sich. Oh, guck mal, wir sind hier direkt hier am ich glaube, dem bekanntesten Ort von Pripyat. Wir sind auf dem Rummel. Ned kennt man ja auch aus, wie heißt das Spiel noch? Call of Duty, Modern Warfare. Bloß da sah er ein bisschen besser aus, ne? Da war alles intensiver gemacht, nicht so... Naja, vielleicht sieht er jetzt so aus. So, hier haben wir wieder eine Bratwurst. Hab ich keinen Bock, die sind so bescheuert, die Leute. Da habe ich ja keinen Bock, mich mit denen zu leiten. Okay. Da haben wir gleich eine Sache. Hier können wir wieder mitnehmen. Oh, oh. Hier ist er nicht gut. Nicht gut. Warum gibt es denn da jetzt Gas? Natürlich müssen wir da durchgehen.
Und dadurch. Zum Glück habe ich die Gasmaske nicht abgegeben, was? Haben wir schnell Dings für die Gasmasken? Ah, direkt am kriegen wir gleich direkt Strahlenkrankheit. Geht schon wieder. Hier haben wir die schwarzen Stalker zum ersten Mal gesehen, glaube ich. Was? Jetzt. Oh, nice. Nice, nice, nice. Stecken wir uns alles mal in hier. Was ist hier los? Scheiße. Dein Ernst? Sonne nervt gerade so intensiv. Aha. Ich habe gedacht, sie macht die Vorhänge zu, aber nein. Man muss bei Frauen etwas genauer werden und sagen: Herr, mach doch mal bitte Vorhang zu. Das ist sehr lieb von dir. Ich mache Dankeschön sagen. Alter, guck mal, wie viele von diesen schwarzen Pisser hier sind. Jetzt können wir uns diese Arschlöcher genauer angucken. Ey. Ferkel. Was machst du denn da? Was ist da denn los? Wieso kann ich den nicht erwischen? Hä? Was ist das hier? Okay, die sind offensichtlich hier eingesperrt. Ach so, jetzt sieht man dann diesen Rahmen tatsächlich, in diesen Kasten. Hallo, und ihr könnt nicht an mich ran. Das ist das toll. Aber wir müssen aufpassen. Hier sind noch mehrere andere böse Menschen. Ja, das sieht so cool aus. Ich finde dieses Spiel von dieser... von den Ambiente sehr, sehr geil, irgendwie. Moment. Der ist nicht eingesperrt. Doch, der ist. Die haben sich ja ganz schön breit gemacht, die Jungs, wa? Ja, du bleibst eingesperrt. Dich holt da keiner raus, da glaubt man dran. Okay. Hier soll es irgendwie unter uns einen Auftrag geben. Keine Ahnung welchen. Nur nochmal rausgehen vielleicht. Diese Rucksäcke haben natürlich nichts, ne? Oh. Wir hätten nochmal so einen Tschernobylit-Brenner machen müssen, glaube ich. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir schon welche. Ja. Ja. Benutzt. Moment. Bin recht froh, dass die hier eingesperrt sind. Und dann frage ich mich, wie gut sind die NAR-Leute, wenn sie wirklich schwarze Stalker fangen können. Und wie schlecht sind sie, wenn sie mich nicht kommen sehen. Das ist eine Turnhalle. Mit Basketballplatz. Gab es damals zu Zeiten des Kalten Krieges auch Basketballplätze in der UdSSR? Weiß nicht. Hier schlürft schon wieder so ein schwarzer Stalker rum. Schlurf. Doktor. Was machen die hier? Ihre Experimente. Ach, schade. Ich dachte, das hier führt mich zu irgendetwas, aber nö. Offensichtlich nicht. Es ist ein Irrweg. Da sind wir gerade hergekommen. Hier waren wir gerade drinnen.
Da haben wir die beiden Vollidioten abgeknallt. Die denken, ach, das ist dieses Hotel, ne? Da drüben? War das nicht da drüben, wo wir bei Call of Duty gehockt haben? Oder war es da drüben? Ich glaube, das ist schon hier, das Hotel, wo wir hier gehockt haben. Und den, wie hieß er gleich noch? Keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Den Arm weggeballert haben. Boah, schon so lange her, ne? Immer noch eine Etage tiefer, was? Ich trau mich gar nicht runterzuspringen, weil dann sterbe ich bestimmt. Mal aufpassen, hier sind noch Leute. Ja, ich habe ein neues Level erreicht. Okay, können wir wieder neu trainieren gehen mit Olivier. Boah. Diesmal werde ich ganz so brutal weggeballert hier, die Leute. Okay, lass mal gucken hier. Hier vorne war das irgendwo. Hier soll diese... Hier. Aber was genau soll es sein? Ich verstehe das nicht. Kann man nicht mit dem Knopf die einfach eliminieren? Was ist das für ein Geräusch? Schon tot. Okay. Mal ausprobieren, ne? Versuchen die so ein Zeitportal hier wirklich selber herzustellen, oder was? Da hinten sind zwei Leute von der Geschichte. Voll spannend irgendwie, huch. Не надо поспешных выводов. Дай мне объяснить. Digga. Warte. Setzen unter Druck. Вы стояли за этим. Все это время. Хватит игр. С ума сошел? Ты ведь меня знаешь. Я тебе помог. Я помог Татьяне. Не смейте упоминать о Татьяне. Не смейте. Я знаю, вы что-то от меня скрываете. Мальчик мой, ты поступаешь безрассудно. Это на тебя совсем не похоже. Если бы ты только знал о моих открытиях, о моих планах. Мне плевать на будущее. Мне нужна правда. Я заставлю вас рассказать ее. Так или иначе. Игорь, прошу, поговорим спокойно. Мы же ученые. Frage nach Chernobylit. Na komm. Татьяна. Татьяна Амалиева. Вы сделали вид, что ничего не знаете о ее судьбе. Но она была здесь все это время, так? Да, не буду отрицать, но послушай, ты не знаешь всех фактов. Господи боже, у вас что, не осталось ни капли совести? Я мог бы рассказать то, что перевернет твою жизнь, но я этого не хочу. Не хочу, чтобы ты потерял голову, понимаешь? Ты мне нужен. О чем вы? Ты нужен мне здесь, ты поможешь мне спасти ее. Почему Нар так заинтересован в Чернобылите? Да потому что он может принести миллиарды. Думаю, не нужно объяснять, в чем ценность потенциально бесконечного источника энергии. На это мне плевать. Они держат Татьяну против ее воли. Почему? Где она? Татьяна – пациент, очень ценный. Именно поэтому она в безопасности. Okay. По крайней мере, на данный момент. Нар делала отвратительные вещи. Я с этим не спорю. Проводила сомнительные эксперименты, причем на людях. Но Таня — это другое. Она особенная. Фрага нах Чернобылит. Я исследовал Чернобылит. И у него очень много потенциальных применений. Что вы
и ваши хозяева из НАР планируете с ним делать? Знаю, что исследовал, иначе бы тебя здесь не было. Катастрофа 86-го года была великим подарком человечеству. Величайшим. Что вы несете? Чернобылит открыл двери к тому, что изменит ход истории. Навсегда. Это энергия. Способна формировать сингулярности. Множественные сингулярности. И туннели между ними. Более того, она даст нам доступ к уже существующим. Представь себе, автономное транспортное средство, которое может перенести тебя в любую точку времени и пространства, еще и с подробными картами. И первый маршрут уже проложен. Осталось только убедиться, что он безопасен. Wollen wir jetzt auch noch drohen, oder was? Ja, offensichtlich. Drohen. Последний раз спрашиваю. Где Татьяна? Игорь, прошу, послушай. Хотите выяснить, какой у вас болевой порог? Отвечайте! Ладно, хорошо, но во всем виноват Козлов. Ты должен мне поверить. Таня на электростанции. Клянусь, Козлов держит ее там. Послушай меня, Игорь. Ты понимаешь, что мое исследование куда важнее, чем ты или я? Заткнись нахрен. Я больше не собираюсь выслушивать эти отговорки. Не делай того, о чем потом пожалеешь, Игорь. Ты лучше их, помни об этом. К тому же этот старикан может пригодиться тебе в будущем. Надо. Запаснее всего было бы убить вас. Но я оставлю вас в живых. Вопреки здравому смыслу. Спасибо. Ты не пожалеешь. Das wird sich noch feststellen. Увидим. В следующий раз, когда мы встретимся, я рассчитываю на ваше беззаговорочное сотрудничество. Конечно. Иди на электростанцию, найди Татьяну. После мы сможем поговорить. Na, dann haben wir schon mal eine Hinweis. So, machen wir noch mal schnell so ein paar Nebensachen und töten noch ein paar NAR-Leute. Die da zum Beispiel, die kann ich auch Ton nicht ausstellen, die sehen doch schon scheiße aus. Die haben mich damals in der Schule mehr verprügelt. Und jetzt werde ich denen einfach von hier aus in den Kopf schießen. Ich liebe das ja, dieses Klatschen von dem Kopf, der zerplatzt, wenn ich in den Kopf reinschieße, ne? So. Ja, die Sonne. War es das hier schon? Haben wir nicht noch mehr Möglichkeiten? In 45, in 21, hier 19, 18. Was ist da los? 16. Hier, was ist das? Das ist der alte. Das ist bestimmt diese Textnachricht, die wir lesen können. Ich finde, die haben ganz schön wenig Leute hier dafür, dass es so eine Armee ist, ne? Ja, ist ja schon gut. Ich komme nur wieder, um zu lesen. So. Наконец-то. Реальные доказательства. Татьяна на электростанции. Okay. Betreff Transferbefehl, Patient 0. Ludmila, ich bin bereit für letzte Phase. Bewege Patient 0 ins Kraftwerk, damit wir Verbundenheit einleiten können. Sobald alles an Ort und Stelle ist, nutze Ressourcen und Mitarbeiter, die uns zur Verfügung stehen, um Prozess zu beschleunigen. Amiliva muss bald wie möglich vorbereitet werden. Also lass alles andere stehen und liegen. Wenn Kozlov oder Kroptikin die Ärger machen, schick sie einfach zu mir. Professor Simnov. PS übrigens, schaffen mir diese Idioten Aljoscha vom Hals, bevor er meine Arbeit gefährdet. Und ich euch bei den Schatten zum Fraßwurf werfe. Okay. Ja, die Schatten. So viel Tschernobylit. Das müssen wir doch einfach klauen können, oder? Ja, noch was zum Lasern. Ach, das wird zu lang. So, auf jeden Fall sind das diese kleinen Nebensachen. Nebensächliche Nebensachen. Ja, zum Fraßwurf werfen, ne? Meine Fresse, das hässliche Ding, ey. Ich hätte ja gedacht, das wären irgendwelche Schatten... Menschen mit Kapuze im Kopf, aber dass diese Kapuze das Maul von denen sein soll, verdammte Kacke. Ist das eine kranke Scheiße hier? Oh, Scheiße! Наши умники выяснили, как отключить устройство, которое он вызывает порталы.
Ох, и тяжело. Ну что, мы тем временем рели, наверное, тестуют. Пришлось тащить на своем горбу, чтобы устроить засаду. И все зря. Этот подонок все равно ускользнул. Мало его. Так еще эти чудовища. Хлоп, ты ж. Очень страшные. Прекрасные. Ich glaube, das Spiel ist kollabiert. Oh-oh. Ach so. Da war ja noch was anderes, außer nur Menschen töten, ne? Items einsammeln zum Beispiel. Aber es macht am meisten Spaß halt, ne? Was soll ich da machen? Level 6 sind wir erst? Bullshit. Ich war schon höher vom Level. Wo lief denn dieser Idiot rum? Wir hatten so noch mehr coole Sachen. Ah. So. Ach, da liegt noch einer, genau. Da liegt noch Shit am Auto hier. So. Ah, guck mal. Alle, ja. Hä? Warte. Okay. Ich glaube, so weit haben wir das denn auch. Ja gut, da nicht. Das ist, da ist das Hotel. Von wo, ja genau, da meldet sich auch mein Handy. Von wo aus wir den Typen abgeknallt haben. Wäre so geil, wenn da jetzt oben zwei Scharfschützen wären und so, ne? Diese Call of Duty Zeiten, alter Schwede. Ja, aber das war das Hotel damals, tatsächlich. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich noch ganz genau, als wäre das erst jetzt. Okay, wie kommen wir denn da hoch? Wow, da kriegen wir sofort Strahlenfresse hier, meine Güte. Aha, lohnt sich doch immer ein bisschen um die Ecken zu gucken, was? Ich würde jetzt so ein Easter Egg feiern, ne, diesbezüglich. Wow. Hier ist weit oben. Wow. Bestimmt so ein Unendlichkeitsturm hier. Ah, da wären wir. Ja. Das sieht so cool aus einfach irgendwie, ne? Ich finde das schön. Also schön, ja. Aber es sieht echt cool aus. Alter. Wer bist du? Was ist das Problem? Der hat, glaube ich, richtig Schmerzen hier. Ich habe geschossen in einen Mann mit der Arm ab. Der weiß unseren Namen. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь! Внемли голосу из пустоты. Внемли голосу из пустоты! Окей, Повтори слова, слетающие с моих мертвых губ. Повтори слова, слетающие с моих мертвых губ. Айен macht mich gerade echt fertig. Ah, okay, das, ich wollte ihn ja nur erlösen. Keine Sorge, soweit. Oh, ja. Ich hätte das auch für dich gemacht, aber du, ich nehme deine Ration und so und ganz. Warum ist hier so viel Shit da unten? So. Ab. Wieder zurück. Ja.
Das war ein bisschen gruselig, ne? Okay, wir haben jetzt also den Standpunkt von Tatjana ausgefunden. Ich denke mal, in der nächsten Folge haben wir die Möglichkeit, wahrscheinlich ins Kraftwerk einzudringen und dann... Ah, hätte auch mal wieder was gewonnen. Das ist doch mal schön. Essensration. Ja, so Mucki dat. Hat er noch irgendwas mit uns zu bereden hier? Nee. Okay, die ist bequem und sie gefällt unseren Gefährten. Das ist schon mal was. So, ihr lieben Kinderchen, das war's für heute für mit Chernobyl Lied. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und ich hoffe, dass wir dann die Möglichkeit haben, schon mal zu Tatjana zu gehen und dann mal gucken, wie viel Munition haben wir noch hier? Okay, zwei Köpfe kennen. Ich weiß nicht, ob es beim nächsten Mal reicht. So, also, bis zum nächsten Mal und tschüss, Freunde. Küssen aufs Nüsschen, Rötzchen aufs Lülülü.